Da ist die Landebahn. So, jetzt haben wir 10 Knoten Rückenwind. 10 Knoten Seitenwind könnten wir noch tatsächlich landen. Hallo zusammen, da sind wir wieder im Microsoft Flight Simulator 2020 hier am Boden in Saarbrücken, wo wir zuletzt gelandet sind auf unserer Weihnachtsmarkt-Tour. Wir haben uns den Weihnachtsmarkt in Saarbrücken angeguckt, hat mir gut gefallen, war nicht schlecht. Und heute geht es zurück in der Cessna 414 nach Osnabrück. Genau, und zwar werden wir das heute mit einem sogenannten, ich meine, das ist der Yankee-Flugplan in dem Fall, ja, mit dem Yankee-Flugplan machen. Das heißt, wir werden IFR starten und eine ganze Strecke fliegen, nämlich bis nach Köln etwa. Und hinter Köln werden wir dann sinken und VFR weiterfliegen bis nach Osnabrück. Die Route habe ich vorhin geplant. Das Ganze habe ich im Detail auch einmal aufgezeichnet. Da wurde ich darum gebeten, ob ich das nicht mal zeigen könnte, wie ich das mache. Und natürlich mache ich das gern. Das Ganze seht ihr jetzt im Twitch-Stream leider nicht, aber im YouTube werde ich das gleich euch anzeigen. Wenn euch das zu detailliert ist, gehen wir einmal kurz im Groben über den Plan und dann könnt ihr einfach ein bisschen vorspulen. So, der Plan im Groben sieht nämlich so aus. Wir stehen hier ganz unten in Saarbrücken. Wir werden über die Piste 27 gleich Richtung Westen starten. Dann die Tompi 1 November Departure fliegen. Hier nach dem Start steigen wir auf 1500 Fuß, machen dann eine Rechtskurve und fliegen dann hier diese Departure. Dann werden wir auf bis 18.000 Fuß steigen und hier der Q760 Richtung Norden folgen. Hier vorbei an Trier zu unserer Linken. Rechts Frankfurt-Hahn kommen wir noch vorbei. Hier drüben irgendwo müsste dann. Genau, und hier kommt dann schon Bonn, Köln. Und da drehen wir dann hier bei Nörvenich Richtung Nordosten. Fliegen hier über Köln, Leverkusen. Und fliegen bis Bamsu IFA. Das heißt, wir werden so auf 18.000 Fuß sein. Ich denke, hier so bei AFNAF werden wir dann anfangen zu sinken. Hier dieses letzte Stück, das sind noch 22 Meilen. Damit wir bei Bamsu auf 6.500 Fuß etwa ankommen und dann unter die 6.500 Fuß sinken, um den kontrollierten Luftraum zu verlassen. Dann geht es im Tiefflug weiter hier ein Stückchen nach Osten, nach Lüdenscheid ist das hier, meine ich, wenn ich mir das richtig im Kopf habe. Und von dort aus dann nach Norden durch die Kontrollzone Dortmund, dann weiter Richtung Norden. Fliegen wir hier an der Autobahn entlang der A1, durch die Kontrollzone Münster, immer schön entlang der A1. Und dann kommen wir hier in Osnabrück an und dann werden wir hier in Atterheide landen. So der Plan für heute. Mal gucken, ob das alles so auch so funktioniert, wie ich mir das hier vorstelle. So, wie plane ich meinen Flug? Nun, ich habe hier jetzt die Navigraph-Charts auf in der VFA-Ansicht und wir machen hier uns einfach einen neuen Flug. Ich weiß, dass wir ja, hauptsächlich VFA fliegen werden. Chart-Mode Standard ist für mich der richtige, weil ich nicht nur einen großen Airliner fliege, dann wäre CAO der richtige. Wir starten von EDDR. Saarbrücken und wir fliegen heute nach EDWO, Atterheide, Osnabrück. So, das sind 187 Meilen gerade Strecke. Ich plane das Ganze dadurch, dass es relativ weit ist, wieder mit der Cessna 414 zu fliegen. Und das letzte Mal habe ich ja einen Wechsel zu IFR hingemacht. Das heißt, wir sind VFR gestartet und IFR gelandet. Heute würde ich es gerne umgekehrt machen. Ich habe gerade auch mal auf Wetzby nachgeschaut. Stand jetzt haben wir hier nicht besonders viel online. Der Tower in Dortmund ist aber besetzt.
schon seit 3 Stunden. Ich vermute mal, der wird dann nicht mehr allzu lange sein. Wenn wir Glück haben, kommt aber hier noch irgendwie ein langen Radar online. Das wäre für uns sehr schön. Aber gut, mit Wetzelplan ist halt immer schwierig. Wir lassen uns ein bisschen überraschen. Nichtsdestotrotz werde ich IFA starten und mein Ziel ist es, IFA hier Richtung Norden zu fliegen, bis wir hier hinter Düsseldorf, Köln irgendwie an. Nicht Düsseldorf. Bis wir hinter Köln sind. So, auf jeden Fall. Und dann fliegen wir hier durch Kontrollzone Dortmund, durch Kontrollzone Münster-Osnabrück und landen. Soweit der Plan im Groben. Dann gehen wir mal ins Detail. Der Flughafen hier in EDDR hat einen Haufen Departures. Die führen aber alle nach Osten. Gut. Das sind überhaupt. Moment, das ist der falsche Runway. Welchen Runway würden wir denn jetzt hier überhaupt nehmen? Fangen wir mal so an. So, wir haben hier Runway 27 mit 4 Knoten Gegenwind. Der wird es also wahrscheinlich werden. Und dann filtern sich hier die Departures auch entsprechend. So, 27 heißt Richtung Westen und dann wird es hier wohl eine der Tomp-Varianten werden. Jetzt müssen wir nur einmal in die Charts tatsächlich reingucken, welche davon jetzt was bedeuten. So, die hier. Tompi. Müssen wir mal ein bisschen Chart lesen. Erstens, RNAV 1 or RNP 1 or ARNP equivalent to GPS required. Okay, für Tompi 1K, 1N, only for prop aircraft up to 5.7 m, not to be filed. The flight plan will be assigned by ATC on request. Okay, also 1 Kilo und 1 November sind hier so eine Abkürzung. Richtung Tompi, wir planen, wird bei ATC freigegeben auf Request. Oh, 5,7 Tonnen sind wir, glaube ich, noch drunter mit der Cessna. Von daher, gut, eben nachgeguckt, die Cessna 414 hat Maximum Takeoff Weight von 3 Tonnen. Das heißt, da sind wir noch drunter. Das heißt, wir würden hier wahrscheinlich dann Tompi 1 November fliegen. 165 Knoten maximal. Das kriegen wir hin. Tompi 1 November. Gut. Also, Tompi 1 November. So. Dann sind wir hier also bei Tompi. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Wir gucken mal. IFR Low. Wir wollen so Richtung Norden, Richtung Köln, was da oben ist. Und hier sehe ich eine Route, die könnte uns dahin führen. Das heißt, wir fliegen hier Q760. Minimale Höhe anscheinend hier 6000 Fuß. Steht hier auch nochmal Minimum Altitude 6000 Fuß, das kriegen wir locker hin. Das heißt, ist das hier noch die gleiche? Q760, jawohl, Q760. Gut, das heißt, wir fliegen von Tompi Q760. Hier lang, immer noch, immer noch, immer noch. So, hier kommen wir in den Bereich Köln-Bonn. Immer noch hier bis Nörvenich. Und dann müssen wir aber nach rechts abbiegen. Okay, das heißt Q760 bis Nörvenich. Das Problem für mich ist jetzt, wenn ich jetzt hier Nörvenich eingebe, und dann macht er mir hier raus ein direkt hier oben im Flugplan. Das ist aber so nicht ganz korrekt. Ich hätte nämlich gerne nach Tompi über, was habe ich gerade gesagt, Q760? Was Q760? Ja. So, und wenn ich das hier anpasse, dann hat er nämlich automatisch auch alle anderen Wegpunkte, die wir da lang fliegen wollen. So, bis Nörvenich. Und von
da aus, würde ich sagen, fliegen wir hier Richtung Bamsu. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und dann muss man gucken, da ist Dortmund. Und dann könnten wir ja hier bei Bamsu unseren IFA-Plan auch beenden. Weil weiter brauche ich eigentlich nicht. Das heißt, danach fliegen wir Mike 170 bis Bamsu. Fluglevel 045, also 4500 Fuß, ist auch kein Problem. Und ihr seht hier auch an den Luftstraßen übrigens, also hier zum Beispiel M170 geht in beide Richtungen. Hier drüber zum Beispiel Yankee 853 geht nur von links nach rechts für uns ausgesehen oder Richtung Osten. Ein Pfeil dran. Aber wie gesagt, Mike 170 können wir nehmen, deswegen kommt das hier auch mal dazu. Also danach über Mike 170 bis Bamsu. So, dann wechseln wir auf VFR. VFR. So, jetzt muss ich mal gucken. Bamsu liegt, glaube ich, so wie es aussieht, in unkontrollierten Luftraum. Ne, ist nicht ganz korrekt. Hier haben wir noch einen Charlie-Luftraum, 6500 bis 10.000. Das sehe ich auch, wenn ich hier einfach so ins Nix reinklicke. Dann sagt er mir hier auch was hier der Fall ist. Mal ein bisschen weiter weg. Hier ist noch ein Restricted Airspace. Da gucken wir gleich mal. Oh, das ganze Ding hier ist restricted. Okay, aber nur von 4700, also von Flight Level 470 bis Flight Level 660. Das sollte kein Problem sein. Genau, hier haben wir Class Charlie Airspace ab 10.000 Fuß. Da werden wir uns auch wahrscheinlich drin bewegen. Obwohl müssten wir eigentlich gar nicht. Wir müssen heute gar nicht so hoch fliegen. Doch, machen wir. Wir fliegen ruhig ein bisschen höher. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich es am besten angehe. Gut, aber wir haben hier einen Charlie Airspace 6.500 Fuß. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir bei Bamsu unter 6.500 Fuß sinken. Also unser IFR canceln, unter 6.500 Fuß sinken und dann VFR weiterfliegen. So, und dann haben wir hier einen Luftraum, Flight Level 085, da sollten wir dann drunter sein. Und wir werden uns dann mal hier irgendwie nach Osten orientieren. Ich gucke gerade, ob es hier was Schönes gibt. Ein See, eine Autobahn. Hat Dortmund ein VOA? Dortmund hat ein, das ist glaube ich nur ein DMI. Ah, nein, ein VOR-DMI. Perfekt. Dann machen wir das nämlich einfach so. Dann fliegen wir von Bamsu Richtung Nordosten. Da kann uns eigentlich auch nichts weiter passieren. Und zwar peilen wir dann an, dass wir hier so, wenn ich hier vom VOR aus, leider kann ich in die Navigraph-Charts nichts einmalen, wenn ich hier nach Süden gucke, ja, so diese Linie verlängert, und hier nach Lüdenscheid. Das heißt, wir machen das so, wir fliegen nach Lüdenscheid. Zack. Und von Lüdenscheid aus orientieren wir uns hier nach Norden. Und da werden wir dann hier über Sierra einfliegen in die Kontrollzone. Maximal 2500 Fuß müssen wir darauf achten. Ansonsten sind die Lufträume alle höher. Und betreffen uns nicht weiter. Hier ist noch so ein Restriction, da wollte ich gleich nochmal nachgucken. Also erstmal über Sierra. Und von Sierra aus dann hier zum VOA. Moment, habe ich das Falsche getroffen? Und vom VOA fliegen wir dann über November aus. Zack. Okay, was haben wir hier unten noch für eine Restriction? Das ist nur eine Warning. Gerade vorm Wald Warning. Vom Ground bis 6500. Aber was da die Warning ist? Achso, PJE Area. Das ist. Ich weiß gar nicht, wofür PJE steht, aber es sind Fallschirmspringer. Paraglide Jumping. Ex. Keine Ahnung. Es ist Fallschirmspringer. Müssen wir ein bisschen aufpassen.
Sollte aber kein Problem für uns darstellen. Gut. Und dann also Sierra, Dortmund, Flughafen selbst. Und dann November. November liegt hier an der Autobahnabfahrt. Und das heißt, wir können die Autobahn dann anschließend wunderbar nutzen, um hier Richtung Norden nach Münster zu kommen. Das heißt, ich setze mir hier so als nächsten Wegpunkt. Ja. Warum nicht einfach hier dieses Autobahnkreuz, Dreieck, Kreuz, ein Autobahnkreuz. So. Und dann folgen wir der Autobahn, so dass wir die links von uns im Fenster haben, bis wir nach Münster kommen. Also bis hier. Und dann können wir noch weiter folgen. Folgen wir der Autobahn einfach immer weiter. Haben wir rechts Münster, links die Autobahn, bis wir hier bei Whisky ankommen. Linksklick. Zack. So, dann bleiben wir auf 2000 Fuß. Düt, fliegen hier Münster, Osnabrück. Hier habe ich, glaube ich, nur ein DMI. Ich kann leider keine Flughäfen mit direkt auf die Liste hier nehmen, weil er die nur als Start und Ziel erkennt. Deswegen muss man immer nach einem DMI, NDB, VOR, nach irgendwas suchen, was man hier dann wenigstens so als Wegpunkt auswählen kann. Das finde ich immer ganz praktisch. Hier ist auch ein Holding eingemalt. Und dann weiß ich, dass wir über November typischerweise ausfliegen. Und wir können auch einfach über Tango mal ausfliegen. Das heißt, wir fliegen über Whisky ein und folgen dann einfach der Autobahn immer schön Richtung Tango. So. Vielleicht brauche ich da gar nicht am Flughafen vorbeikommen. Also wenn ein netter Controller ist, würde ich den fragen, hey, bitte Freigabe von Whisky nach Tango. Und wir halten uns dabei die ganze Zeit rechts der A. Tja, jetzt müsste ich wissen, welche Autobahn das genau ist. Ich glaube, das ist die A1. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, es ist die A1. Gerade nachgeschaut. Okay. Also dann die A1. Und dann kommen wir hier bei Tango an, haben den kontrollierten Luftraum verlassen und können quasi direkt in die Platzrunde Osnabrück, Atterheide und da landen. So, und damit ist der Flug geplant. Sieht doch ganz gut aus. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist die Reiseflughöhe für den IFR-Part. Aber da würde ich. Wie viel Meilen haben wir denn hier so? Das ist ja schon ein Stückchen. Ich versuche das gerade so hier mit den unten rechts mit den Entfernungsangaben so grob abzupeilen. Das sind auf jeden Fall über 100 Meilen. Ja, können wir ruhig auf 20.000 Fuß steigen? Nö, 20.000. Ich überlege gerade, ich habe da aber keine konkreten Größen gerade im Kopf. Vielleicht frage ich mal Simbrief, was er mir da ausspucken würde. Kleinen Moment. Okay, ich habe mal kurz geguckt. In Simbrief, wenn ich hier von Saarbrücken nach Köln fliegen möchte, schlägt er mir Flughöhe von 18.000 Fuß vor. Das würde ich einfach so übernehmen und mit einplanen. Steigen wir also auf 18.000 Fuß, fliegen hier bis nach Köln-Bonn und ich würde dann vor Bamsu schon mal hier nördlich von Köln irgendwo dann drum bitten, falls wir kontrolliert sind, dass wir unsere Reiseflughöhe schon mal verlassen, dass wir so bei Bamsu irgendwann so unter die 6.500 sinken und dann Richtung Lüdenscheid nochmal weiter runter, dass wir hier nach Dortmund einfliegen können, unterhalb von 2.500, also bis auf 2.000 Fuß runter. Aber hier sind ein paar Berge drumherum, ist ein bisschen hügelig. Muss ich mal gucken, ob das klappt mit den 2.000 Fuß, aber spätestens hier nach Iserlohn scheint es flacher zu werden. Da können wir dann runter auf 2.000 und wie gesagt, Dortmund einfliegen. Soweit der Plan und dann gucken wir einfach mal, ob wir den so auch in die Tat umsetzen. Zeit, dass wir ein paar Flugstunden hier in der 414 sammeln. Joa, gut. Ja, wir sind übrigens live verbunden auf Wetzim mit echtem Wetter. Nur die Uhrzeit passt nicht ganz. Es ist eigentlich 17:30 Uhr gleich deutscher Zeit. Ich glaube, simuliert habe ich so etwa 10 Uhr. So, jetzt lasst mich einmal ganz kurz
schauen, wie Pilot meinen Flugplan einmal einreichen. Das passt soweit. Zack. Und ja, kontrollmäßig ist hier, glaube ich, nichts für uns zuständig. Das ist Eure. Nur über Fluglevel 245, das ist uninteressant. Ja, Frankfurt ist online, aber ansonsten ist hier gerade noch nichts weiter. Vorhin, wo ich geschaut habe, war Dortmund online. Mal gucken, ob der noch online ist, wenn wir da ankommen. Okay, ich habe hier meine Checkliste zur Hand. Dann gucken wir mal. Also, die Parkbremse ist angezogen. Die Flight Controls, die funktionieren auch, soweit ich das sehen kann. Dann die Magnetos sind alle off. Die Batterie geht an. So, Treibstoff müssten wir so etwa halb voll getankt sein. Das sieht noch ein bisschen wenig aus. Da müssen wir mal eben ein bisschen tanken. Ich glaube, das muss ich über das Pad machen, wenn ich mich nicht täusche. Düt, nee, nee. Tanken. Nochmal 50% links und rechts, dann passt das ganz gut. Na, 50%. Reichweite 570 Meilen, das ist mehr als das Doppelte, was wir brauchen. Das sollte soweit passen. So, Propeller ganz nach vorne. Mixture Rich. Angst haben wir auch. Cowl Flaps. Open. Gut. Dann, bevor wir jetzt den Motor starten, gucken wir uns hier nochmal kurz den blöden Treibstoffcomputer an. Also wir haben jetzt noch links und rechts, muss ich gerade gucken, Gallons 20, 30, 40, 50. Sagen wir mal, wir haben 100 genau remaining. Nee. Genau, 83. Das heißt, wir haben 17 aufgetankt. Wo könnten wir dem das beibringen, ne? 0. Verklickt. 1. 7. Enter. Okay, 100 übrig. Jetzt passt das. Damit bin ich glücklich. Gut, dann können wir nämlich die Triebwerke anlassen. Kurz das Tablet weg. So, Schub geben wir ein bisschen. Die Alternators an. Die Magnetos an. Die Fuel Pump auf Low. Das klingt immer, als würde ich Musik machen. Fuel Selector habe ich, dann den Starter. So, Prime rechts ein bisschen. Start. So, 1000 Umdrehungen will ich etwa haben. Gut, dann links. Bisschen Prime. Und Start. So, da sollte sich jetzt gleich auch fangen bei 1000 Umdrehungen etwa. So, Engine Instruments an sich sehen aber soweit gut aus. Alles im grünen Bereich. Die Temperaturen müssten gleich noch steigen, aber haben wir ja gerade eben erst angeschaltet. Ja, links ist ein bisschen viel. Okay, so, ein paar Lichter. Lichter waren, glaube ich, hier unten in der Ecke. Muss ich gerade mal gucken. Anti-Ice brauche ich, glaube ich, jetzt gerade noch nicht. Pitot-Heat werden wir brauchen. Stall-Heat brauchen wir. Cabin-Heat. Cabin Fan schadet nicht. Die Avionics gehen an.
Aber das ist keins der Lichter. Lichter. Kinder, wo waren die Lichter? Overhead? Nee. Ist zu lange her. Also hier sind die internen, aber die externen. Waren die nicht auch hier auf der Seite? Doch, klar. So, Nav-Lights an. Und den Rest brauchen wir noch nicht. Gut. Und dann unser Transponder stelle ich mal auf 2000. Wo? Ne, war der falsche Knopf. 2200 IFA. Der ist auch an. Radios. Ja, wie gesagt, für uns zuständig ist gerade niemand weiter, deswegen Unicom. 122.8. Dann Altimeter. Z. Yaw Damper on. Dann müssen wir hier nur noch unseren Flugplan irgendwie einprogrammieren. So, Origin ist EDDR. Jawohl. Destination ist EDWO. EDWO. Jawohl. So. Dann wollen wir hier Load Procedure. Departure. Departure wird sein Tomp 1 November. Tompi 1 November. Runway 27. Genau. Das passt soweit. Load. So, nach Tompi. Load Airway. Muss ich kurz hier nochmal nachgucken. Ja, Q67. Richtig. So, und wir wollen dann, jetzt muss ich gucken, Richtung Mapeg, Ole und so weiter bis Nörp. Nein. Uiuiui. NVO, Nörvenich. Jawohl. Bis Nörvenich. Und von hier wollen wir dann weiter, was habe ich hier eingegeben, Richtung Mike 170 bis Bamsu. Mike 170 bis Bamsu. So, und von Bamsu aus Insert After fliegen wir nach EDLW Dortmund und nach Dortmund fliegen wir EDDG Münster-Osnabrück. Passt. Damit haben wir das eigentlich alles einprogrammiert. Ne, das war der falsche Knopf. Das war auch der falsche Knopf. Wie komme ich jetzt hier? Aha. So, Map. Hier hätte ich gern die Map. Hier hätte ich ruhig gern den Flightplan. Jo. Ich glaube, dann passt das soweit. Gut, Flugplan haben wir einprogrammiert. Ich überlege gerade, fehlt mir noch was? Ja, Cabin Altitude fehlt mir noch. Die möchte ich nämlich stellen auf 18.000 Fuß. Ja, moin in den Chat. Kommst du tatsächlich gerade richtig? 18.000. Ja, haben wir. Okay. Ich würde sagen, wir sind ready to taxi. Wir sind hier,
stehen hier so am südlichen Parkplatz in Saarbrücken. Das heißt, wir werden einmal nach links. Da ist die Engine Test Area. Da werden wir die auch gleich mal dann testen. Und dann Richtung Charlie. Mein Quatsch, Richtung. Nee, wir müssen in eine ganz andere Richtung. Wir müssen ja über Alpha. Also rechts einmal vorbei. Über Alpha und dann über 27 starten. Mal kurz gucken, dass wirklich niemand online ist für mich, aber es ist wirklich niemand online für mich. Okay, dann Parkbremse los. Die Taxi Lights, die sind hier irgendwo an. Auf geht's. Ich bin mir nicht sicher, ob der Flieger, der da steht, ob der Deko ist oder ob das tatsächlich ein Kollege ist, der hier gleich fliegen will. Ich glaube, das ist Deko. Nö, keiner da heute. Die müssen wahrscheinlich alle noch arbeiten. Kann ja nicht jeder Urlaub haben. So, während wir hier unterwegs sind, können wir in der Zwischenzeit schon mal die Trimmung checken für den Takeoff. Haben wir auch. So, hier ist Alpha. Mal kurz gucken auf die Karte. Fliegen wir denn gleich? Ah ja, wir starten tatsächlich genau in Richtung Saarbrücken. Vielleicht können wir da noch einen Blick drauf werfen, wenn wir hier gleich die Rechtskurve machen. Und ich weiß, dass die Landebahn hier ordentlich abschüssig ist. Wo ich jetzt zuletzt gelandet bin, hatte ich ein bisschen Sorge, dass ich nicht sehen konnte, wo sie genau endet. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Sprungschanze, wenn wir starten. Das sieht gleich ganz verrückt aus, denke ich. Ja, scheint ein bisschen Beleuchtung an, dann kann ich die Instrumente noch ein bisschen besser sehen. So, da geht's. Da ist ja der Haltepunkt. Piste 27. Da werden wir auch einmal kurz halten. Oh. Ey. Fast drüber weggeschossen. So, Parkbremse. Umdrehung auf 1700 Umdrehung. Haben wir Magnetos, sollten jetzt beide abfallen. Gehen wieder zurück. Fallen beide ab. Und gehen beide zurück. So, die Engine-Instrumente sehen gut aus. Alles im grünen Bereich. Treibstoff haben wir genug vorhanden. Propeller. Hoppala, bin ich an den falschen Hebel gekommen. Aber Propeller funktioniert auch. Dann Fuel Pump einmal ausschalten. Sieht immer noch alles gut aus. Läuft alles wie es sollte. Fuel Pump wieder an. Wir setzen, gehen zurück auf 1000 Umdrehungen und checken nochmal die Trimmung. Ready for Takeoff.
Das hier sieht auch alles richtig aus. Funk haben wir eingestellt. Der Squawk ist an. Der Autopilot ist konfiguriert. Ich würde sagen, wir können einfach loslegen. So, maximal wichtig ist nach dem Start maximal 165 Knoten für die Kurve. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Sollte aber kein großes Problem sein. Parkbremse los. Nochmal ein kurzer Blick. Ob ich nicht noch jemanden irgendwo sehe, aber ich glaube nicht. Das meine ich hier mit der, wie die Landebahn hier abschüssig ist. Sieht aus, als wäre sie sehr kurz. Aber vertraut mir, sie geht dahinter noch weiter. So, Schub haben wir. 80 Knoten. Rotate. Fahrwerk rein. So, wir steigen auf 1500 Fuß und dann machen wir hier unsere Rechtskurve. Jetzt. Also ein bisschen runternehmen, nicht ganz so schnell steigen. So, dann sind wir hier auf dem Weg zu unserem ersten Wegpunkt. Hoppala. Bisschen Turbulenzen. Genau, links von uns irgendwo müsste Saarbrücken liegen. Ich denke, weiß nicht, ob es das da schon ist. Kann ich gerade nicht sagen. Was ich vergessen habe, ist meine Landing Lights und so anzuschalten. Und wir müssen auf die Geschwindigkeit achten, nicht mehr als 165 Knoten. Ich denke, ich werde jetzt einfach mal den Autopiloten anschalten. Autopilot, NAV und Speed. Und ich habe hier den falschen Modus für NAV. Jetzt aber. Ach so, und ich muss ihn natürlich sagen, auf welche Höhe er steigen soll. Nee, andersrum. Moment, Moment, Moment. Also Speed, boah, ich bin viel zu schnell. Also Speed und die Höhe stelle ich hier ein. So, 180 und wir steigen bis auf 18.000. Ja, müsste aber auch mal langsam steigen. Ach, wir sind noch gar nicht bei 180 Knoten, deswegen. Ja,
mal 160 ein. Bin auch gleich hier am Ende von unserer Departure. Versuche nur gerade den Autopiloten dazu zu kriegen, tatsächlich zu steigen für uns. Aber ich glaube, er ist jetzt auf einem guten Weg. Aber gute Steiggeschwindigkeit so sind so 120, zwischen 120 und 140 Knoten, meine ich. Also. Genau, was wir noch machen können, ist schon mal die Landing Lights tatsächlich ausschalten. Die Taxi Lights brauchen wir gerade auch nicht mehr. Und jetzt steigen wir auch tatsächlich. So, 140 Knoten. Dann müssen wir uns um die Mixture einmal kümmern. Mixture ist optimal bei Peak minus 50. Und ich muss mehr Schub geben. Ganz verpennt. 35 Inch Manifold Pressure wollen wir haben. Bei Optimal Climb. Die Umdrehung müssen wir ein bisschen reduzieren. Auf. ...2600, ja. Das passt auch. So, und dann... ...die... ...Mixture anpassen. Wo war der Temperaturanzeiger? Da. Also wir reduzieren. Und für Best Power... ...so. Haben wir. Und dann können wir die Geschwindigkeit noch ein bisschen reduzieren. Und dann sind wir jetzt auf einem guten Weg und steigen hier in Richtung Köln irgendwo. So ein bisschen Weg vor uns. Wo sind wir denn jetzt genau? Da sind wir. Also gerade hier den Bereich Saarbrücken und so hinter uns gelassen und jetzt kommt ziemlich lange nichts. Irgendwo ist hier links dann Trier. Mal gucken. Uiuiui. Luftdruck müssen wir umstellen. Standardluftdruck 1013. Zeiger, geh mal weg. Und dann mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, wie hoch die Wolken da vor uns sind. Ob die auf 18.000 oder drüber oder drunter sind. Nicht, dass wir da genau reingeraten. Die sehen nämlich recht fluffig aus, also recht dick. Mal schauen. Hoppala, sorry. So der Wind hier aus. Habe ich irgendwo eine Anzeige dafür? Nee. Ah, ich weiß aber, wo ich eine Anzeige habe. Auf Wetter sehe ich nichts, ne? Ja, da
Das ist immer noch nur Deko, aber hier habe ich eine Info dazu. Knoten Wind von der Seite. Immerhin von der Seite, wenn er von vorne kommen würde, wäre schon schwieriger. Und dann können wir hier heute einfach ein bisschen die Aussicht genießen. Worum wir uns noch kümmern könnten, ist, dass wir hier nicht in der Zwischenzeit in der Kabine erfrieren. Nee, das war es auch nicht. Huch. Danke fürs Follow. Moment, hier irgendwo habe ich doch... Achso, hier ist die Anzeige. Temperatur in der Kabine. Wir haben es knackige 30 Grad hier drin. Jopp. Dann schalten wir hier mal die Klimaanlage an und vor allen Dingen... Nee, doch. Die Heizung aus. Und hier die Luftschächte einmal auf. Man sollte es jetzt auch gleich kühler werden. Die funktioniert nämlich ganz interessant tatsächlich. Wir haben hier einmal für links und rechts warm. Funktioniert nämlich so, die warme Abluft von den Motoren, die wird hier am Flügel lang geführt. Und hier haben wir so eine Klappe, die jetzt gerade geschlossen ist. Ne, eigentlich müsste jetzt gerade voll offen sein. Ja, also sie müsste jetzt hier gerade voll offen sein. Mal gucken, ob ich sie von außen sehe. Da sieht man sie. Bei der Vorfall Hotel, die wartet von Frankfurt am Head immer to Foxtrot Hotel 073 at 5000 feet climbing on flight level 350. Ja. Also hier diese kleine Klappe, die haben wir links und rechts. Und das heißt, die warme Abluft von den Motoren geht hier durch den Flügel, wird hier in die Kabine reingelassen. Und mit dem Regler hier regle ich mit den beiden, regle ich, ob links und rechts diese Klappe auf oder zu sein soll. Wenn sie auf ist, haben wir halt die kalte Luft von draußen, die die warme Abluft abkühlt, bevor sie hier reinkommt. Und wenn ich heizen will in der Kabine, dann drehe ich hier quasi dran. Die Klappe geht zu und ja, die warme Abluft kommt ungekühlt hier hinein und wärmt die Kabine. Und falls das nicht ausreichend sein sollte... Ich schalte mal hier kurz auf Traffic. So. Und falls das aber nicht ausreichend sein sollte, gibt es hier noch einen Regler. Da haben wir eine extra Heizung, die mit Benzin betrieben wird. Die dann noch zusätzlich heizen kann. Und ansonsten gibt es halt noch eine Klimaanlage, die wir jetzt auf cool haben, die also jetzt kühlt die Luft in der Kabine. Ich habe eine High- und eine Low-Einstellung und sie hat die Möglichkeit, die Luft zu zirkulieren. Das, was ich jetzt machen würde. Jetzt würde ich also sagen, nicht mehr kühlen über Klimaanlage, sondern die Luft zu halten. Und Low reicht hier auch völlig aus. Und dann sollte das gleich passen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe da jetzt keine Erfahrung in der echten Welt. Wer sich da besser auskennt, darf da gerne mal ja einen hilfreichen Kommentar hinterlassen auf YouTube. Meine Erfahrung hier ist, dass wenn ich starte, die Temperatur hier drin, egal wie es draußen ist, locker 30 Grad erreichen. Wenn ich die Klimaanlage nicht betätige. Ich vermute, dass die Motoren einfach tatsächlich so viel Hitze erzeugen, dass es so knackenwarm ist. Und wenn wir, sobald wir auf Höhe sind und schön dahin cruisen, nicht ganz so viel Druck auf den Motoren ist, dann wird es eher tendenziell kälter. So wie jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber
Hier die Temperatur ist gerade am Absinken. Das heißt, wir müssen die Heizung ein bisschen andrehen, damit es nicht zu kalt wird. Wenn wir jetzt rausgucken, seht ihr, die Klappe ist so halb geschlossen. Oh, 18.000 Fuß werden wir wohl knapp unter der Wolkendecke sein. Mal gucken, ob sie da hinten noch auch noch passt. Und mal gucken, ob die Temperatur, sie fällt zu immer noch weiter ab jetzt. So, das war die Warnung. Wir erreichen unsere Cruising Altitude, 18.000 Fuß. Da haben wir ein paar Hausaufgaben. Die Cowl Flaps gehen zu. Dafür drehen wir das hier, ziehen wir die Dinger hier raus. Die Cabin Altitude haben wir richtig gesetzt und ja, die passt auch schon. Das ist alles in Ordnung. Dann können wir die Umdrehung etwas verringern. Soweit wir hier die Nase runternehmen. Oder drüben ist ein Kollege am Fliegen. Hier auf mein Traffic Radar, ja, habe ich auch. Wir können die Umdrehung verringern auf 2300 Umdrehungen. Dann Prop Sync an und Manifold Pressure auf 34. Dann nehmen wir also auch noch ein bisschen den Schub raus. So passt das. So, Mixture sollte unverändert sein. Nur noch ein bisschen dazugeben. Da tut sich nämlich nicht viel, anders als bei einem normalen Kolbenmotor ist das eben so, dass durch den Turbolader der Druck im Motor konstant gehalten wird, auch wenn er draußen abfällt. Und dadurch muss man nicht ständig die Mixture anpassen. Also das Treibstoffgemisch anpassen, sondern für den Motor macht es keinen Unterschied, ob ich auf 3000 oder auf 10.000 oder 15.000 Fuß fliege, weil der Turbolader das ausgleicht entsprechend. Und hier bei der 414, der Variante, die ich hier fliege, glaube ich, fällt oder kann der Turbolader das bis 25.000 Fuß ausgleichen und danach verlieren wir Leistung und müssen entsprechend auch das Gemisch anpassen. Jo, so viel dazu. Temperatur in der Kabine ist jetzt auch angenehme 22 Grad. Und Geschwindigkeit sind wir bei 213 Knoten Ground Speed, 160 indicated. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Jo, soweit so gut. Jetzt heißt es nur noch zurücklehnen, entspannen, Aussicht genießen. Das ist halt, so richtig viel Aussicht haben wir gerade nicht, weil wir auch irgendwo, wie gesagt, mitten im Nirgendwo sind hier. Hier kommt
Daun. Wittlich. Wir gerade drüber hinweg, das sagt mir alles gar nichts. Nein, also bis zum Ruhrgebiet hier. Hier ist alles gelbe, sind hier so bewohnte oder bebaute Flächen. Da haben wir gleich im Ruhrgebiet einiges, aber hier ist echt irgendwie, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, nicht viel, ne? Ja, und da ist Gerolstein. Interessant. Da kommt das gute Mineralwasser her. Naja. Also haben wir doch. Ein bisschen Zeit ziehen geht immer. Oh nein, ich werde nicht von Gerolsteiner gesponsort. Das ist nur ein Name, den ich wiedererkenne. Das passiert wirklich häufiger, dass ich mich da überrasche, dass ich ja, auf der Karte irgendwie suche, wo wir so sind und was hier so ist. Und dann irgendwelche Orte entdecke, deren Namen ich halt von Wasser oder Bier oder sonst was kenne. Ach, hier ist das. Aber gut zu wissen dann. So, wie viel haben wir Fuel Flow? Wir haben jetzt 25 Gallonen pro Stunde links und rechts, also 50. Ah. Dann sind wir in einer knappen Stunde leer. Kann ich irgendwo sehen, wie weit wir es noch haben? Mal gucken, irgendwo kriege ich das bestimmt raus. Ja, nee. Fuel Planning. Achso, da kann ich mir ausrechnen, wie viel ich gebraucht hätte. Das wäre ja vielleicht praktisch gewesen. Okay, von Present Position bis IDBO. Ah, nee, war der falsche. Naja. Okay, also haben wir wohl, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, Fuel on Board 82, Fuel Flow 48, Ground Speed 220. Das heißt, wir sollten da ankommen, wenn wir nach Flugplan fliegen, brauchen wir noch 46. Wir kommen an dann noch mit 36 übrig. Also gute 45 Minuten. Kann ich mich denn so verrechnen? Fuel Flow zeigt er mir aber 25, also 50. Gut, der angezeigte, da sind die sich hier nicht ganz einig, die Systeme. Und Fuel on Board ist hier auch zu wenig. Ein paar, ein bisschen mehr haben wir. Ah. Na gut. Rechnet aus, dass wir noch eine gute Stunde brauchen. Das ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis. Können auch mal Spaß haben, hier den VNAV-Dings ausprobieren. Wo waren das jetzt? Hier? Ja. So, ich möchte nämlich auf 6500 Fuß sein. Mit so 1000 Fuß pro Minute sinken. Mal so 2 Meilen davor. Und zwar vor Bamsu. Beginnt die Descent in 5 Minuten? Das glaube ich ja noch nicht. Oder doch? Sind wir schon so weit? Wir sind schon so weit.
Ich habe gerade dran gezweifelt, aber nee. Wir sind jetzt hier kurz vom Köln-Bonn. Hier Bonn, da Köln. Wir haben es gar nicht mehr so weit. Also in 5 Minuten können wir den Sinkflug antreten. Haben wir denn jetzt irgendwas? Nee, leider immer noch keinen, der für uns hier heute zuständig ist. Na gut, dann machen wir das doch einfach mal. Sorry. Manchmal muss ich mich hier ein bisschen strecken, um an mein Handy zu kommen. Dann sieht das immer aus, als würde ich hier versuchen, den Kopf aus dem Cockpit rauszustrecken. Nächste Temperatur. Ja, passt. Ansonsten, die Engines sehen auch alle gut aus. Fuel Flow passt, Temperaturen passen. Die Wolken vor uns werden auch langsam tiefer. Aber das ist nicht so dramatisch. Da werden wir uns nämlich nicht dran aufhalten, nicht lange drin aufhalten, nicht, dass uns noch die Kiste hier zufriert. Rechts müssen wir jetzt schon irgendwo Bonn sehen, eigentlich. Also richtig ist das gerade noch nicht aus der Luft erkennbar, wo jetzt hier Köln und Bonn ist. Mal gucken. Hier Traffic rund um Köln ist, aber ich glaube gerade nicht. Nö. Auch auf Wetzim gerade kein anderer unterwegs an der Stelle. Weil dann kommen wir auch niemanden in die Quere, wenn wir gleich anfangen zu sinken. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der 414. Die Triebwerke und Flügel müssten weiter hinten sein, dass wir mehr Sicht nach unten haben. Das wird das VFA-Fliegen deutlich erleichtern. So ist die Aussicht einfach nicht die beste. Da hätte prinzipiell die Twin Otter einen Vorteil, dadurch, dass die Flügel oben angebracht sind, ein Hochdecker. Aber dafür ist das Cockpit wiederum bescheiden. Da haben wir ja quasi hier direkt neben uns eine Wand. Hier haben wir ja noch wirklich die Möglichkeit, auch nach hinten was rauszusehen. Gleich soweit. Ich stelle schon mal die passende Höhe ein. Also wir wollen 6500.
kommen wir gleich in die erste dicke Wolke. Und wir haben Außentemperatur minus 20 Grad. Da sollten wir uns nicht lange aufhalten, sondern wir fangen einfach mal direkt mit dem Sinkflug an. Tausend Fuß pro Minute. Ich habe vergessen, auch die Fuel Pumps auszuschalten. Die brauchen wir nämlich auch nicht mehr, fällt mir gerade auf. Ja, da haben wir schon Eis an der Scheibe. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen was gegen machen müssen. Ja, Prop Anti-Eis brauche ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Und hier in Flügel haben wir auch noch nichts weiter. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Gut ist, die 414 ist ja dafür ausgerüstet. Die kann damit tatsächlich ganz gut umgehen. Zumindest in gewissem Maße. Moment, was habe ich jetzt hier ausgewählt? Oh, Prop Anti-Eis, ja gut. Dann High, aber hier reicht Low. So. Bei Scheibe ist schon wieder frei. Hier haben wir auch die Anzeige, Windsheet Heat ist an. Finde ich die Einstellung Maßstab. Also du siehst den Maßstab hier unten rechts, sagen wir es so. Oder meinst du, was meinst du genau? So, hier ist übrigens der Rhein und hier irgendwo müsste auch der Flughafen Köln-Bonn sein. Ich guck gerade. Also Köln ist hier direkt unter uns. Da ist der Kölner Dom. Auf dem iPad kann ich dir das leider nicht sagen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Genau, und da ist der Flughafen. Da ist der Flughafen Köln-Bonn. Da ist ein Flieger anscheinend, der gerade gestartet ist. Müssen wir jetzt auch ein bisschen im Auge behalten. Vielleicht müssen wir unsere Sinkgeschwindigkeit erhöhen. Ah ja. Damit wir bei BAM so rauskommen auf 6500. Ich glaube daran, dass wir zu schnell geworden sind. Also ich nehme ein bisschen Schub raus. Wir erhöhen unsere Sinkgeschwindigkeit. Und versuchen mal wieder auf so 160 Knoten zurückzukommen. Nicht, dass wir hier abfliegen im Verkehr noch in die Quere kommen.
Aber gelotst werden die auch nicht, ne? Nee. Ja, wir behalten das im Auge alles. Ah, British Airways, ja, schön. Auf dem Weg nach Hause wahrscheinlich. So, die Passagiere, die bei uns jetzt rechts sitzen, haben gerade einen schönen Blick auf die Kölner City. Noch gerade auch noch mal gucken. Das ist auch ganz charmant, wenn man hier von Köln-Bonn VFA ausfliegt, dann kann man nämlich hier tatsächlich genau direkt am Kölner Dom vorbei. Von dem ich leider gerade gar nicht weiß, wo er jetzt hin ist. Auch nicht so richtig hell draußen hier, ne? Da ist er. Da ist der Kölner Dom. Okay, zurück ins Cockpit. Das wäre jetzt der Punkt, wo ich eigentlich, wenn wir jetzt einen Fluglotsen hätten, Bescheid sagen würde und meinen IFA-Flugplan canceln würde. Also noch nicht jetzt, sondern bei Bamsu. Vorher hätte ich um Freigabe gebeten, schon mal zu sinken. Dann können wir eigentlich auch direkt weiter durchsinken. Und zwar müssen wir dann aufpassen, 8500 ist hier die Grenze. Dann wieder hier 6500, glaube ich. Und hier ist dann plötzlich Delta von Dortmund. 2500 Fuß. Das heißt, wir müssen bis auf 2000 Fuß tatsächlich runtersinken. 2000 Fuß. Ja, moin in Chat. War super, großartig. Ein toller Weihnachtsmarkt, kann ich nur empfehlen. Glühwein war ganz schön teuer. Nee, aber Landung hat einwandfrei geklappt. Und der Start heute auch. Ein hübscher kleiner Flughafen. Oh, mein Anti-Ice-Light können wir hier mal ausschalten. Das brauche ich gerade wirklich nicht mehr. Und ja, wir sind jetzt aus dem heißen Bereich um Köln quasi raus. Haben wir jetzt hinter uns gelassen. Remscheid, Solingen sind links von uns. Es wird Zeit, dass wieder Sommer ist. Dann ist auch im Flugsimulator die Gegend immer hübscher, wenn ein bisschen weniger Wolken und die Sonne ein bisschen höher steht und so. Und das macht schon echt viel aus. So sieht alles immer grau und grau aus. Oh, wir können unsere Sinkrate ein bisschen verringern eigentlich. Aber wir wollen auch gar nicht mehr Bamsu jetzt direkt treffen auf ...6500 Fuß. Wir würden sinken jetzt einfach drunter. Und sobald ich 6500 aber erreicht habe, switche ich vorsichtshalber meinen Transponder zu VFA.
Squawk 7000. Sind wir jetzt also VFA unterwegs, offiziell. So, und wenn wir VFA unterwegs sind, dann können wir ja auch den Autopiloten ausschalten. Dann regeln wir das ab jetzt selbst. So, bei Bamsu fliegen wir jetzt Richtung Osten direkt, weil wir hier den Wegpunkt erreicht haben. Da ist Dortmund. Wir fliegen jetzt hier nach Osten Richtung Lüdenscheid. Gucken, ob wir das aus der Luft finden. Und dann nehmen wir uns als Orientierung. Dann muss ich gleich mal kurz gucken, was die Frequenz war. Wie das VOA in Dortmund. 108,65. Kurs Richtung Osten. NAV auf 108,65. Und da haben wir aber noch kein Signal, so wie es aussieht. Na gut. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Also, ich sehe da vorne sehe ich eine Stadt. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das ist Halva. Oder Halfair, ich werde mir sicher, wie rum sie es aussprechen. Bisschen weiter links vorn uns müsste Lüdenscheid liegen. Ganz schön hügelig hier, ist gar nicht so leicht zu erkennen. Ist mein Radar-Altimeter an. Wir sind nur noch 2000 Fuß vom Boden. Ich halte mal die Höhe. Wir fliegen nach Osten. Easterner sind Ott, also fliegen wir auf 3500 Fuß weiter gleich. Oh. Und dann können wir wieder auch Schub geben. Ist es hier windig. Klingeling, Telefon. So, Telefon weggedrückt. Ich habe Wichtiges zu tun. Ich hoffe, es war keiner von euch. So, aber da hier sehe ich eine größere Stadt. Das hier müsste Lüdenscheid sein. Ja, Karte sagt auch, es ist Lüdenscheid. Dann drehen wir hier jetzt Richtung Norden. Ich hätte das ganz gerne anhand des VORs gemacht. Denn jetzt machen wir es halt so ein bisschen frei Schnauze. Und fliegen Richtung Dortmund. So kann man es am besten sehen. Ja, also Lüdenscheid aus der Luft. Wie gesagt, das ist echt keine, gibt es keine Position, wo man so richtig schön nach unten gucken kann. Naja, wir machen mal einen Turn nach links. Dann haben wir ein bisschen Aussicht, dann sieht man es. Richtung Norden.
So, und jetzt müssen wir aber auch sinken. Denn da fängt gleich kontrollierter Luftraum an bei 6500. Und dann ist da schon der Delta-Luftraum. 2500 Fuß. Und da wollen wir uns noch drunter halten. Das heißt, wir müssen runter auf 2000. Und zwar nicht erst morgen, sondern jetzt so langsam. Mal gucken, die Berge hier werden langsam weniger, die Hügel. Da hinten hören sie ganz auf. Spätestens da muss ich dann auch zusehen, dass ich runterkomme. Wow. Aber ordentliche Böe. Also windig ist es hier ganz ordentlich gerade. Alter Schwede. Haben wir hier so krassen Wind? Boah. Das ist hier nichts für schwache Nerven. Na, 30 Knoten Rückwind, das ist ganz schön ordentlich. Haben auch fast 200 Knoten Ground Speed. So, vorne rechts sagt mir die Karte, ist Iserlohn. Und links weiß ich nicht, was das ist. Was ist das? Hagen? Das ist so ein bisschen doof bei den Navigraph-Charts hier. Das ist nicht immer so einfach zu sehen, was es tatsächlich ist. Und wir müssen uns ein bisschen links halten, bis wir hier zum Meldepunkt Sierra kommen. Ich gucke nochmal ganz kurz. Ne, Düsseldorf oder sonst irgendwas. München-Radar ist online. Aber die helfen uns nicht. Okay, gut. Dann also runter auf 2000. Wir sind nämlich jetzt an der Luftraumgrenze. Sierra liegt anscheinend an einem Fluss oder sowas. Da müssen wir gleich mal gucken, wie das aussieht. Und dann sollen wir hier so eigentlich so einen Bogen fliegen. Aber wir wollen gar nicht landen, sondern wir wollen drüber hinweg. Deswegen fliegen wir geradeaus drüber hinweg Richtung Flughafen. So, 2000 Fuß haben wir. Noch 30 Knoten Wind. Ich hoffe, das wird in Osnabrück weniger. Sonst werde ich das hier nicht heil runterbringen in Atterfelde. Der Flughafen müsste... Ja, das hier müsste schon der Flughafen sein, tatsächlich. Traffic habe ich aber kein in Sicht, keine anfliegenden. Das heißt, wir können da jetzt einfach drüber hinweg rauschen. Höhe halten. Ja, da ist der Flughafen. Und direkt geradeaus, da wo die Türme am Horizont sichtbar sind,
In der Richtung liegt auch November. Vielleicht ist das tatsächlich sogar auch November. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Weiß man nicht. Da hinten, da ist ein Schornstein eingezeichnet. November wird also noch davor liegen. Nehme ich eine Autobahn. Und was wir machen, ist dann hier nach Nordosten zu drehen, zur A1. Und der weiter zu folgen. So der Plan. Bisschen auf die Höhe achten. Bisschen weiter links. Das ist auf jeden Fall ein verdammt hoher Schornstein da. Ja, November ist noch weiter links. Ein bisschen vom Kurs abgekommen. So, November ist jetzt irgendwo links. Ach, hier ist auch die Autobahn. Also hier wären wir jetzt raus aus der Kontrollzone Dortmund. Und wie gesagt, wir drehen jetzt nach Nordosten. Guckt euch das mal an hier, Industriegebiet. Sieht ja schon irgendwie cool aus. Industriecharme hier im Ruhrgebiet. Wir haben ordentlich an Höhe verloren. So. Dann jetzt immer geradeaus. Bis wir die A1 finden und der können wir dann tatsächlich den ganzen Weg bis nach Osnabrück folgen. Entlang der A1 liegen auch die Meldepunkte für Münster-Osnabrück für den Flughafen. Das ist echt so windig gerade. Wir sind die ganze Zeit am aktiv gegensteuern. So, ich glaube, da ist die Autobahn. Wir können also nach links drehen und der folgen. Noch 26 Meilen bis Münster-Osnabrück Flughafen. Ernsthaft? Jetzt ist Dortmund Turm online gekommen. Ja, super. Na gut. Habe ich ja perfekt getimed. Ich bin losgeflogen, da war er online. Dann war ich unterwegs, dann war er offline. Und jetzt bin ich gerade dran vorbei, ist er wieder online. Meine Güte. Er mag mich nicht. Hat er mit Absicht gemacht. Ja. Ja, also wir haben immer noch 30 Knoten Wind. Die habe ich tatsächlich vorher nicht überprüft, ob das. Ich habe nur nach Wolken geguckt tatsächlich. Die Wolken waren in Ordnung für einen VfR-Flug. Aber 30 Knoten Wind. Ich meine, der Wind kommt schon ziemlich aus östlicher Richtung. Nein, er weht in östliche Richtung, so rum.
Wir könnten es versuchen, ob wir es gelandet bekommen. Kann auch sein, dass wenn wir nochmal 1000 Fuß sinken, dass der Wind nochmal deutlich abnimmt. Aber so wie es jetzt gerade ist. Ja, jetzt habe ich hier voll Seitenwind. Ne? Guckt euch das an. Also wir fliegen in diese Richtung. Aber die Nase zeigt in diese. So, vorne rechts müsste jetzt gleich irgendwo Münster auftauchen. Da, glaube ich, sehe ich es am Horizont. Daher sieht es auch nach deutlich schlechterem Wetter aus. Mal gucken. Ja, ein bisschen steigen. 2000 Fuß hätte ich noch ganz gerne. Ja, da in Richtung Münster sieht es gerade sehr nach schlecht Wetter aus. Müssen wir gleich mal gucken. Notfalls müssen wir versuchen, das zu umfliegen. Dann aber bevor wir nach Münster kommen. Wenn wir erstmal in der Kontrollzone sind, ist sonst doof. Ich glaube, wir müssten drumherum kommen. Unter den tief hängenden Wolken da. Mal schauen. Also hier ist die Stadt selbst, Münster. Ja, sieht nach Regenwolken aus, ne? 33 Knoten Wind. Also beim Start war das entspannter. In Saarbrücken hatten wir, glaube ich, 7 oder 8 Knoten. Damit kann man noch ganz gut leben. So, jetzt ist leider die Autobahn, macht jetzt hier so einen Knick nach rechts. Ich kann auch nicht sehen, wie dick das Ganze ist, was uns da erwartet. Ob das hier nur so ein kleiner Schleier ist, weil hier am Rand sieht es aus, als würde es dahinter gleich besser werden. Man weiß es nicht. Wir haben Temperaturen um den Gefrierpunkt. Das heißt, wenn ich da jetzt in echten Regen reinfliege, habe ich hier ruckzuck die Kiste zugeeist. Also ich sag mal so, in der echten Welt würde ich jetzt auf jeden Fall einen Bogen da rumfliegen. Das würde ich kein Risiko eingehen. Aber wir sind ja im Simulator, da kann man ruhig mal ein bisschen experimentieren. Ne? Mal gucken. Also die Autobahn ist jetzt hier, geht da mitten rein ins Getümmel und ich folge der mal. Solange ich sich zum Boden habe, gehen wir das ruhig mal, versuchen wir das hier mal. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe halt wirklich, dass wir nach dem ersten Fetzen, der da mich erwartet, es schlagartig besser wird. Wir sind jetzt übrigens am Meldepunkt Whisky. Weiß nicht, woran der festgemacht ist genau. Aber hier an der Autobahn sind wir richtig.
Wir müssten uns jetzt auch tatsächlich rechts von der Autobahn halten bis zur nächsten Abfahrt und dann nach links Richtung Flughafen. Ich glaube, die Autobahn geht hier ein Stück nach rechts. Ja, da haben wir jetzt Regen an der Scheibe gerade gesehen. Ja. Da ist die Autobahn. Ich meine, immerhin habe ich Sicht zum Boden. Das ist schon mal viel wert. Direkt links von uns irgendwo müsste jetzt der Flughafen sein. Na, ich glaube, es wird wieder ein bisschen heller. Sicht wird besser. Ah, ich glaube, das sieht gut aus. War tatsächlich nur so ein kleiner Fetzen. Ein bisschen Regen haben wir trotzdem noch. Okay, wir sind gleich am Meldepunkt Tango und haben damit dann die Kontrollzone von Münster-Osnabrück verlassen. Und von da aus ist es dann auch nur noch ein Katzensprung bis zum Flughafen oder Flugfeld Münster-Osnabrück. Ach, Münster-Osnabrück. Osnabrück-Atterfelde. Das heißt, wir machen schon mal so ein paar Sachen für den Approach fertig. Die Mixture geht auf Ridge. Der Propeller geht voll vorwärts. Der Prop Sync geht aus. Landing Lights, Taxi Lights an. Und nicht in Boden stürzen. Die Fuel Pumps gehen auf Low. Die Cowl Flaps gehen auf. Guck mal. Sind wir hier über einen Hügel und schon haben wir ja halbwegs vernünftiges Wetter. Oder machen wir auch ein bisschen langsamer, weil das wird mir sonst alles zu hektisch. Ja, das war zu langsam. Okay, wir wollen um die 90 Knoten bei der Landung haben. Und wir werden... Mal gucken, was sagt denn jetzt der Wind? Kommt, glaube ich, bestimmt immer noch aus... Jetzt kommt er direkt von hinten. Also er kommt aus südwestlicher Richtung. Das heißt, wir werden auch in die Richtung landen. So einigermaßen. Bisschen Trim. So, hier ist dann auch schon gleich die Platzrunde, direkt an der Autobahn. Und die soll geflogen werden auf 1000 Fuß eigentlich. Das heißt, wir gehen, machen mal ein bisschen langsamer. Also ich muss jetzt hier mal eben trotz des Alarms den Schub rausnehmen, weil sonst kriegen wir die Kiste hier nicht mehr gebremst. Fahrwerk kann raus. Da leuchtet schon. Da ist der Flugplatz. Hier ist die Autobahn. Einmal eine Rechtskurve. Klappen.
90 Knoten wollen wir halten, etwa. Pi mal Daumen. Aber bei dem Wind immer noch 20 Knoten Wind. Ich sehe uns da noch nicht heil runterkommen. Wir probieren es mal. Wenn es nicht geht, fliegen wir zurück nach Münster und versuchen da die Landung. So, links da ist der Rubenbruchsee. Platzrunde führt direkt über den See. Da ist die Landebahn. So, jetzt haben wir 10 Knoten Rückenwind. 10 Knoten Seitenwind könnten wir noch tatsächlich landen. Ja, das war das Minimum Altitude Warning. Und runter. Boah, da pustet mich der Wind weg. Ja. Uiuiui. Alter Schwede. Lieber Herr Gesangsverein. Willkommen nach dieser sehr entspannten, gemütlichen Landung. Oh, sorry, das war ganz schön abenteuerlich. Aber wir sind zurück, wir haben es halt zurück geschafft. Uiuiui. Ja, 10 Knoten Wind, aber halt böig, wie ihr seht. Damit ging das aber dann noch. Die Landing Lights aus. Huch! Nicht zu viel nach unten gucken. Landing Lights aus. Anti-Collision Lights aus. Und dann suchen wir uns hier gleich einen Parkplatz. Parken wir hier an der Tankstelle. Na, das Taxi-Light schwenkt mit dem Rad. Sehr praktisch. Stopp. So, Parkbremse. Haben wir. Ja, und ich glaube, weiter brauche ich auch nichts großartig. Der Transponder kann aus. Und Fuel Cutoff. Tanks aus. Fuel Pump aus. Taxi Light aus. Nav Light aus. Anti-Ice können wir alles ausschalten. Das alles aus, die Magnetos aus. Oh. Licht aus. Batterien aus. Und dann war es das auch schon. Falls jemand weiß, was genau dieses knatternde Geräusch ist, klingt, als würde da irgendwas sehr Heißes gerade abkühlen, aber ich bin mir nicht sicher, was es genau ist. Also, wenn das jemand wüsste, würde mich mal interessieren. Ansonsten beende ich hiermit offiziell die Weihnachtsmarkt-Tour quer durch Deutschland. Wir waren ja jetzt, haben ja verschiedenste Stationen gesehen. Wir waren im Norden, in Hamburg. Waren wir in Hamburg? Doch, ich glaube, wir sind in Hamburg gelandet. Ja, genau, Hamburg. Dann im Süden in München. Wir waren in Dresden. Wir waren in Berlin. Wir waren in Saarbrücken. Nürnberg haben wir zumindest von oben gesehen. Und Köln theoretisch auch. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, euch hat es gefallen. Wenn ihr das gerade auf YouTube seht, dann lasst mir gerne ein Like.
Und ich nehme auch immer noch Vorschläge entgegen für die Weihnachtsmarkt-Tour 2023. Ich finde, das war gar nicht schlecht. Das könnten wir nochmal machen. Wenn jemand also einen Vorschlag hat, dann gerne einen Kommentar hinterlassen und auf meine Liste. Ansonsten, ja, der Hinweis, die Flüge finden in der Regel live auf Twitch statt. Wenn ihr mit dabei sein wollt, dann gerne einfach dem Link im Profil folgen. Ansonsten abonniert den Kanal, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, wenn ich wieder unterwegs bin. Einen ganz herzlichen Dank an den Chat, der mich heute so lieb begleitet hat. Und ja, ich würde sagen, macht euch alle noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.